erlaubt. Ja, was fragst du denn? Bist du schon da? Sollst wieder mal euren Kater, hm? Der sitzt vor der Kirche und wartet wie immer treu auf seinen Herrn. Na Gott sei Dank. Magst du einen Kaffee? Na, wäre so. Ach, es ist ein Kreuz. Es ist wirklich ein Kreuz mit diesem Kader. Mhm. Roter Bonifaz hat ihn mein Hochwürden tauft. Mhm. Roter Bazi, da hat er zu ihm passen. Ja, da hast recht. Ach, stell dir vor, 14 Tage war er jetzt verschwunden. Anna, so lang? Ja, und ganz abgemagert war er. Okay. Ja, wie er vorige Woche mein Hochwürden dann von der Simon-Mess wieder abgeholt hat. So, so. Ausgeschaut hat er zum Erbarmen, sag ich dir. Ja. Den Werthalter reuiger Sünder vor der Kirche abgesetzt haben, weil er ihm als Sonntagsbraten schon zu dürr war. Ja, ein reuiger Sünder, der sich die Predigt und den Kirchenbrief von meinem Hochwürden zu Herzen genommen hat. Also, wenn's mich fragst, gehört sowas nicht in der Kirchenplatte rein und auf der Kanzel schon gleich gar nicht, gell? Ich frag dich aber nicht. Na, na, auf Ehrenseligkeit, gell? Na, du dich doch du nicht versündigen. Na, na, ich freue mich ja mit dir, dass unser Pfarrer seinen Kater wieder hat. Du? Ja. Wenn er meinem Dorf so allerhand nachgesagt wird. Wem? Ja, dem Kater natürlich. Ach so. Ja, ja, die Leid, die Leid. Ach, was kümmert's den Mond, wenn ihn der Hund anbellt? Mhm. Weißt, gleich wie wir unseren Kater gekriegt haben, ja, da hab ihn dann zum Tierarzt gebracht, ja, und haben dann, na ja, operieren lassen. Ah, jetzt hab ich die, ja, ja. Mei, aber ich sag dir, den Zeitungsschmierer aus München, den möchte ich gern 8 Tage lang Rizinus in sein Kaffee reingeben. Also, Zili, wir werden so rachsüchtig sein, du als Pfarrersköchin. Aber es war ist, nichts genaues Wissen. Gell, aus dem roten Bonifaz haben sie einen schwarz-weißen Kader gemacht. Nur blöd daherin. Du, vorige Woche ist schon eine Postkarte gekommen aus Wolfratshausen. Da fragt jemand an, ob er auch so schwarz-weiße Katzerl haben kann. Ja, wenn es einmal so weit ist. Du, Nachwuchs von unserem Kader, möchte er. Ach so, ein Postkarten hast du gesagt, vom Wolfratshausen, ein Kaplan. Wieso, Kaplan? Wieso? Weiter. Der ist doch dauernd zu Spassettel aufgelegt. Kannst du dich nimmer erinnern an das Spanferkel-Essen, zu dem der geistliche Rat unserem Pfarrer eingeladen hat? Ja, ist doch noch gar nicht so lang her. Ja, woher weißt denn du das schon wieder? Na, meinst du, bist die Einzige, he? Die mir auf ein Schalal-Café und auf dem Kuchen einlädt? Ach, so ein Kuchenmix gern. Hör dich schon die. Nicht der Übergeizige. Und ihren Kaffee, der ist mir hier stehen. So? Oh. Oh, meine Traumfrau tut dir heute wieder weh. Ja. Und jetzt red's, gell? Jetzt verzeihst. Ja, jetzt pass auf. Ja. Pass auf. Das hat mir die Pfarrersköchin selber erzählt, gell? Also du, das muss ein Mordsgaudi gewesen sein, wie der geistliche Rat und der Pfarrer und der Kaplan am Tisch beieinander gesessen sind. Ja du, genauso hat sie es gesagt. Bei Tisch gesessen sind. So. Dann hat sie die Spannwerkel auftragen, gell? Dann hat der geistliche Rat gesagt, und jeder nehme sich nach den Worten der Heiligen Schrift seinen Anteil. Und Malchus hieb ihm das linke Ohr ab. Dann hat er sein Messer genommen und hat dem Spanferkel das linke Ohrwaschel abgeschnitten und hat es auf seinen Teller gelegt, gell? Und wie der Pfarrer hinlangen hat wollen, gell, da hat der Kuprater gelacht und hat gesagt, und sie wickelten seinen Leichnam in weiße Tücher und trugen ihn von dannen. Dann hat er seine Servietten genommen, hat sie über den Spanferkel geschmissen und war schon draußen bei der Tür. Nein! Na, die Gesichter von denen zwei hätte ich sehen müssen. Hast aber nicht, gell, Gott sei Dank. Ja, gell, er ist halt noch jung, der Kaplan. Und junge Leute sind halt zu Spassettel aufgelegt, wenn sie auch geistlich sind. Ja, aber irgendwo hört sich der Spaß auf. Ja, da hast recht. Ach, ich sag's ja, die respektlose Jugend von heutzutage. Du weißt gerade von der Jugend redst. Ja. Du sag einmal,
Hast du noch nichts gehört von dem Einbruch bei unserer Kirche? Nein, ich mein, waren jetzt das junge oder alte Einbrecher? Hm? Sag einmal, jetzt liegst du mir schon wieder in die Ohren damit. Immer wieder fragst du mich aus wegen dem Einbruch. Ja. Ja, was geht denn das dir an? Ja, mein Gott, man macht sich halt seine Sorgen, gell? Du? Ja? Weil du so eine große Kirchengängerin bist, ha? Also, gell, beleidigen lasse ich mich nicht von dir, gell? Ich bin öfters in der Kirche als wir du, gell? Als Pfarrersköchin. Jetzt bist du aber stark, gell? Das bitte Maus. Ja, bin ich stark. Ja, herein. Grüß Gott, Fräulein Zilli. Ja, Sannerl. Sie sind nicht allein. Ach ja, für dich ist immer Platz da herin. Na, ich will da nicht stören. Ich wollte nur die Blär mal abgeben. Mhm. Was? Ja, die sind aber nett. Ja, danke schön, Hannerl. Ich hol gleich ein Vasen, gell? Ja. Na, wegen den Blär mal für Zilli wirst du nicht gerade herkommen sehen. Wie meinst? Brauchst du mir bloß in die Augen schauen. Dann weißt du, wie ich mein. Na, so deppert, wie du dreinschaust, kann kein normaler Mensch denken. Du, keiner, lass mir bei nicht fallen, ne? Sag einmal, ihr werdet doch nicht streiten, oder? Was ich streiten? Mit der da? Ich bin doch nicht so dumm, wie ich ausschau. Das wäre allerdings eine Katastrophe. Du, jetzt lauft's aber, gell? Hannerl, was ist denn? Entschuldigen Sie, Fräulein Zilli. Ich schau dann später noch mal vorbei. Wenn's gelüft haben. Ja, sag einmal. Ja, was ist denn der Idee jetzt so aggressiv? Ja, du, sag einmal, wie hast du vorhin gesagt, bevor die freche Schnappen da reingekommen ist, von der respektlosen Jugend? Ja, ja, hab ich auch. Aber du weißt ganz genau, damit ich unsere jungen Burschen gemeint hab. Ja, ja. Du, ich vergiss das nicht, wie es über mich hergelästert haben. Ich meine, es ist schon eine Zeit her. Aber wie ich so rundlich worden bin, gell? Ja, so gut proportioniert. Nee. Der Doktor hat gesagt, das kommt vom zunehmenden Alter. Na ja, tröst dich, das ist doch mir genauso gegangen. Aber warum denn gleich zum Pfarrer rennen? Ja, das darf mir doch kein Mensch für übel nehmen. Ja, ja. Hochwürden, habe ich gesagt, Hochwürden. Ich führe doch einen jungfräulichen Lebenswandel, habe ich gesagt. Und ich habe noch keinen Menschen Anlass gegeben zu solchen Verdächtigungen. Ja, ich bin im ganzen Ort bekannt als Sündenfürchtige, hab ich gesagt. Ja, jetzt reg dich mal nicht auf, sonst kriegst du noch ein Herzkasperl. Hochwürden, hab ich gesagt, Hochwürden. Dieses Getratsche von diesen Hundsbuben, diesen Elendigen, diesen Miserer. Oh, der Herr verzeih mir die Sünde. Dieses Getratsche ruiniert noch meinen ganzen Respekt vor der Gemeinde. Ah. Hab ich gesagt, ja. Ein Trum hat der Pfarrer in seinem Kirchenblatt nicht geschrieben. Du, ich lese das vor. Ja, sei so gut. Ich hab's nämlich dauernd dabei. Weißt du, ich heb nämlich die Kirchenblattl auf. Ja. Na, kann ich eben nachschauen. Ich hab nämlich da gerade. Doch, da müssen wir jetzt das Richtige raussuchen. Pass auf. Ja, das ist nicht. Das ist ja nicht. Das ist das vom 6. Gebot bei der letzten Predigt. Das war lustig, gell? Ja, gut war ich. Doch, haben wir schon. Jetzt pass auf. Wer durch eigene Schuld in den Gottesdienst zu spät kommt, gibt der Gemeinde ein Ärgernis. Ja. Das gilt auch für die männlichen Ratschweiber. Schon Abraham aus Santa Clara predigte, ein Narr, der will stets reden viel, wer besser, dass er schweige still. Gut, gell? Ja. Und hat er nicht recht gehabt, mein Hochwürden? Ja, was tue ich denn? Arbeiten, von in der Früh bis auf die Nacht. Ja, du. Ich hab schon oft gesagt, wie ist das nur der Bugs? Du, der Pfarrer legt sich eine ganze Menagerie zu und du hast die Arbeit. Ja, ja, gell? Ich der Bugs schon. Ja, mei, wie oft habe ich zu meinen Buben gesagt, gell? Ich dachte ja so gern einmal helfen, aber verstehst schon mein Weh da. Ja, 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 ja. Du machst das schon, gell? Ja, ich mag schon. Justus. Was hast du denn? Um Gottes Willen. Mein Essen, mein Essen. So, kochen kann sie auch nicht. Darf mich bloß interessieren, ob die Polizei schon was rausgekriegt hat? Zwingt dem Kirchenraub. Das ganze Dorf macht es rebellisch mit ihrer Fragerei. Ja, und der Pfarrer, was regt er sich denn so auf? Was haben sie an denen schon gestohlen? Ein paar alte Engel und eine Monstranz. Was ist denn das schon? Ist er versichert, der braucht es nicht zahlen. Und sie, die Zilli, hat sich erst aufgeregt. Mei, dass sich die nicht der Sünden fürchten, hat's gleich blöd. Ja?
Die hat's nötig, der Scheinheilige, drum der Scheinheilige. Der stimmt's auch nicht ganz, gell? Mit den jungen Burschen im Dorf, da versteht sie sich ganz gut. Ich werde die Leute schon mal auf die Laufstrecke über sie. Hab ich doch neulich mit der Lechnerin geredet. Und auch über die Zilli. Da sagt die Lechnerin zu mir, du bist ja bloß giftig, weil du zwei ledige Buben hast und keinen Vater dazu. Was hab ich gesagt? Meine Buben haben keinen Vater, grad nur haben's, grad nur. Aber du, hab ich gesagt, gell? Du hast für deine vier Töchter bloß einen einzigen Vater. Die darf mich schauen. Ja, da fahrt er mir übers Maul. Ich hätte ein Schallmaul. Und ich soll nicht so über die Ziele herziehen, nämlich wenn die nicht so auf den Pfarrer schauen, dann da das. Gelobt sei der Herr, das wahr ist. Das war ja der Pfarrer. Gelobt sei Jesus Christus. Schenkt. Ja. Bist du schon wieder allein da, Herrin? Ja, wissen Sie, ich habe. Ich, wo ist denn die Zilli? Die Zilli ist. Die ist in der Küche. Ich. Noch einmal geschenkt. Ich glaube, jetzt wird es Zeit, dass du heimgehst. Ja. Weil die ganze Gemeinde an einem Vormittag durchhecheln. Das schaffst nicht einmal du. Ja. Und das eine lasst dir gesagt sein. Meine Haushälterin, wenn du nicht in Ruhe lässt, dann kannst du was erleben, ja. Du malle Fitzratschen. Ja. Und am Heimweg gehst du bei der Krämerin vorbei und lässt dir für die Wallfahrt am 20. nach Altötting einschreiben. Hm? Ja, vielleicht vergeht er dann einmal dein saudummes Gerät, wenn deine Quadratlatschen voller Blasen hast. Quadratlatschen, ja? Raus! Ja. Raus! Du, Jesus Christus! Ja, da hast du aber halt Feier unterm Hintern gemacht. Ja, das ist die einzige Sprache, die die versteht. Du, warum musst denn die Wallfahrt ausgerechnet am 20. sein? Da kannst doch du wieder nicht. Stimmt, aber weißt, der Termin, das ist die Sache vom Jungfrauenverein und vom Frauenbund. Ja, und dann bin ich doch neulich furchtbar auf die Füße gestiegen, weil ich gesagt habe, dass heutzutage hauptsächlich die Mütter Nang an ihre Kinder gefressen haben, dass sie aber die Folgen dieser Nichterziehung über kurz oder lang ernten werden. Aha, und weil sie wissen, dass am 20. einer vom Ordinariat zu dir kommt. Ja, dran zu spieß um und sagen, unser Pfarrer mag die Weiber nicht, darum geht er nicht mit. Ja, so was hinterfotzigs. Ja, das zahle ich denen aber schon wieder heim, da brauchst du auf nichts denken. Geh weiter, Zilli, bring zwei Bier rein. Zwei? Ja, zwei. Komm, schwamm's runter. Im Bier liegt Wahrheit. Na, im Wein, mein Lieber. Im Wein? Aber geh, was da ist neibanscht wird. Beim Bier, da weiß ich wenigstens, was ich trinke. Ja, du, seit dem Ägäbeschluss gegen das Reinheitsgebot, wissen wir das bald auch nicht mehr so genau. Das pfeife ich doch. Ich muss ja das ausländische Zeug nicht trinken. Ja, recht hast. Ah, schau, der Herr Bürgermeister ist da. Ja, aber sonst Hochwürden, ist nicht für einen Dämmerschoppen ein bisschen zu früh? Ja. Hm? Ja, grüß Gott, Fräulein Zilli. Ja, immer lustig ist. Immer empfängt sie mich mit einem fröhlichen Lachen. Ja. Aber trotzdem, bitte die Herren, wohl bekomm's. Aber schau, Zilli. So ein flüssiges Brot ist doch als Vorspeise nicht zu verachten. Och, ihr Mannsbilder. Hopfen und Malz. Gott erhalt. Na, was sagst du denn jetzt dem Herrn vom Ordinariat, wenn bei seinem Besuch die Kirche halb leer ist? Ja, was werde ich dem schon sagen? Die Wahrheit halt. Ja, da wird dir wahrscheinlich ein paar Wahrheiten sagen. Was du in den letzten Monaten so alles geschrieben und gesagt hast, mal lieber. Ja, was meinst du, was wir dir am Telefon schon alles gesagt haben? Du, ich sei ein Abraham aus Santa Clara, bloß im besten Taschenformat. Geh hier auf. Ja, wenn es vor dem Hohen Hang auch anders gemeint war, ich fühle mich trotzdem sehr geehrt. Schau, in einem Westentaschel, da kann doch allerhand Platz haben, gell? Und manchmal kommt auch was Gescheites raus. So, Feierhammer, jetzt pass auf, so.
gerade recht bist, wie es bist. Wenn es anders wärst, dann sage ich dir nicht du zu dir. Ja, ich bin mir der Ehre voll bewusst. Was, Bürgermeister? Schlecht sind's ja nicht, meine Schäflein, gell? Bloß manchmal saudumm, du. Aber ich nehme komplett vor den Mund und sag knallhart meine Meinung. Ja, hast ja recht. Bloß, weißt, das Gesagte können sie nicht so leicht nachweisen. Gib ihnen doch nicht immer gleich alles schwarz auf weiß in deine Kirchenbrief. Ja, du, das ist mir wurscht. Stinken tut mir bloß, dass meine Kirchenbrief stolz drüben für 2 Mark gehandelt werden. Und ich lass sie umsonst verteilen. Für meine Kirchenbrief kassieren sie auswärts. Und mir werfen sie Pfennig in Klingelbeutel. Ja, wenn's hochkommt, dann mal der Zehner. Ja, also ich gebe jetzt mal ein Magel. Ja, meistens aber Steine und Knöpfe, gell? Ja, aber in meinem nächsten Kirchenbrief steht schon drin, wenn ihr schon Knöpfe in den Klingelbeutel werft, dann wenigstens Trachtenknöpfe, die aus Silber sind. Ehre dich nicht. Denk da einfach. Jawohl, genau das denke ich mir. Was? Ach, geh, leck's mich doch an. Was? Leben und leben lassen. Leben und leben lassen. Bei deinem Donnerwetter über den oben ohne Betrieb in Neuhaus, warst aber damals nicht tolerant. Ja, weil sowas ein Saustall ist. Woher weißt du das so genau, wie es dazugeht? Warst du dort? Schorsch! Du, aber denn ihre Zeitungsreklame damals, die war doch wohl eindeutig genug. Ja, du sagst aber doch immer, der Zeitung darf man nicht alles glauben. Also ich hab mich selber überzeugt. Was? Was du warst? Ich war. Ja und? Nicht und. Haben auch nichts anderes wie unsere Mädel, gell? Bloß falsche Lockerl haben sie am Kopf. Aufpappt die Wimpern, so lang. Ja, vom Gesicht siehst du gar nichts von lauter Farbe. Eingeschnitten in der Korsett, wie es meine Großmutter noch gehabt hat. Essen dürfen die während der Arbeit bestimmt nichts. Die Magen zu viel ist da abgeschnitten. Und solche Stegelschuhe. Bei jedem Schritt schnackeln sie um. Und man müsste direkt einen Verein gründen gegen Fürstquälerei. Meinst du nicht? Schorsch, hör auf, das ist kein Spaß. Nun. Wie du bloß da hingehen magst. Ich habe alles nur als Bürgermeister amtlich in Augenschein genommen, was eventuell auf unsere Gemeinde zukommen könnte. Das war meine Pflicht. Ja, du kannst ja nicht hingehen. Also habe ich es persönlich in Augenschein genommen. Oben ohne? Bei uns? Könnte, habe ich gesagt. Ohne ist bei uns nicht möglich. Seit unser Wirt seinem Hauskreuz davongelaufen ist, ist sie ganz heilig geworden. Und eine zweite passende Lokalität gibt's bei uns nicht. Ja, der Wirt. Ich hab mir schon oft gedacht, auf dem sein Grabstein müsste eigentlich stehen. 26 Jahre lang lebte er als Mensch und 37 Jahre lang als Ehekrüppel. Da hast es du halt gut. Oh, du, ich hab schon auch meine Sorgen. Zilli, bist du allein? Oh, grüß Gott, Herr Pfarrer. Ja, die Zilli ist draußen in der Küche. Ja, dann... Ja, dann gehst du am besten zu ihr hinaus, gell? Ja, genau. Du, Hannerl, was willst du denn von der Zilli? Ich? Ach, bloß so. Ach so, bloß so. Ja. Ja, ja. Man muss den Jungen auch ihre kleinen Geheimnisse lassen. Du hast Sorgen, hast du vorher gesagt. Ja, wegen dem Einbruch in meiner Kirche. Schau, die Polizei lässt schon so lange nichts mehr hören. Ja, was sag ich jetzt den Herrn vom Ordinariat? Ja, er soll halt bei der Polizei nachfragen. Die bemühen sich schon. Gerade heute früh, bevor ich in die Messe gegangen bin, hat mir einer von der Grippe angerufen. Was? Und das sagst du mir erst jetzt? Ja, wollte ich doch schon. Deswegen habe ich die ja heimbegleitet. Von lauter Renn sind wir halt nicht gleich dazukommen. Also auf dem Münchner Kunstmarkt ist bis jetzt noch nichts auftaucht. Sie vermuten, es wäre noch alles bei uns im Ort oder in der näheren Umgebung versteckt. Ja, das heißt also, dass wir die Diebe kennen müssten. Ja, davon ist die Grippe überzeugt. Die Gauner müssen sich gut auskennt haben. Oh, mei, entschuldigen Sie, Hochwürden. Aber die Viecher, die haben jetzt gefressen, jetzt können wir auch gleich essen. Siehst du, Schorsch, so geht's ja bei der Zilli. Zuerst kommen die Viecher bei ihr und dann ich. Aber Hochwürden. Ach, geh weiter, Zilli, das war doch eh bloß ein Spaß. Du, was ist? Magst mithalten? Na,
Nix geht der Fräulein Zilli ihre Kochkünste. Ja. Die sind ja berühmt. Mhm. Aber wer ist dann für mich bei mir daheim? Ja, oh nein, ich meine, der Herr bewahre uns davor, gell? Aber nicht, dass ich es ja noch nicht vergönne. Und ich meine, es ist genügend da. Aber nein, 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 beim Essen soll man nicht diskutieren. Das schlappt nicht an. Meine Mutter hat schon immer gesagt, nein, wenn der Vogel frisst, dann singt er nicht. Gell? Die Fräulein Zilli hat wie immer recht. Also, Mahlzeit. Oh, Sie, Herr Bürgermeister. Au, wie schaust du? Wenn die Zilli, Herr Bürgermeister, zu dir sagt, dann will's was von dir. Von mir? Oh, der Herr bewahre mich. Na. Wo drückt er denn der Schuh? Ja, dann spuck schon aus, komm. Herr Bürgermeister, ich bräuchte dringend einen Elektriker. Können Sie mir nicht den Buben heute noch rüberschicken? Aber dringend! Was denn, Beni? Ja? Kommt überhaupt nicht in Frage. Heute ist Pfingstsonntag. Am 7. Tage sollst du ruhen. Und überhaupt, wenn irgendwo was zum Reparieren ist, dann mache ich das schon selber. Oh mein Gott, der Himmel bewahre uns davor. Selber machen? Na, das fehlt uns gerade noch. Ja, sagen Sie mal, sind denn Sie lebensmüde? Also ich nicht, na. Du hast einen Draht nach oben. Die irdischen Drähte überlass gefälligst einen Fachmann. Ja, Fachmann, wenn ich das schon her. Jawohl, Fachmann. Ja, ja, was sagst denn du dazu sagen, wenn mein Beni auf der Kanzel gegangen und predigen tät? Ja, das ist doch wohl etwas anderes. So, meinst? Aber keiner soll dem anderen ins Handwerk pfuschen. Sehr richtig. Wo kann man den da hin? Sehr richtig. Ein Pfusch ist oft teurer als wie ein gescheiter Handwerker. Ich hab da meine Erfahrung. Ja, was ist denn überhaupt zum Reparieren? Ja, Hochwürden, das kann ich eigentlich noch gar nicht so sagen. Ja, das wird mein Beni schon feststellen. Also ich gehe jetzt. Ja. Mein Agat wartet mit dem Essen. Und dann Beni sag ich gleich Bescheid. Ist gut, Herr Bürgermeister. Mahlzeit. Mahlzeit. Ja, sag mal, Zilli, musst mich du immer so blamieren? Was heißt denn da blamieren? Ich bin dafür da, sie vor leiblichen Schaden zu bewahren. Ja, was meinst du denn, was da los ist, wenn das rauskommt, dass du als Pfarrersköchin am Pfingsten schwarz arbeiten lässt? Hm? Wenn der Beni bei mir arbeitet, dann ist es keine Schwarzarbeit, sondern das ist Nachbarschaftshilfe. Ja, und noch dazu, wenn es ein Notfall ist. Also meine Ausrede bist du nie verlegen. Ja, ich bin eine gelehrige Schülerin meines Herrn. Jetzt schaust aber, dass du rauskommst, gell? Lilli? Ja? Soll ich die Knödel einlegen? Mama, ich komm schon, Hannerl, komm schon. Die weibliche Neugier. Wer hat sich da jetzt wohl mehr für meine Predigt am Sonntag interessiert? Die Zilli oder die Schwertfegerin? Oder vielleicht alle zwei? Aber ich meine, Funden haben's eh nicht. Hannerl, hast dein bloß so bei der Zilli schon losgebracht? Oh, mein Hochwürden. Jetzt hast du es aber ganz genau gesagt. Geh weiter, Hannerl. Jetzt setz dich her zu mir. Und dann raus mit der Sprache, gell? Setzen! Und? Ja, die Zilli wird mit dem Kochen fertig sein. Sie werden dann schon essen müssen. Ich verhungere schon nicht dabei. Ja, dann. Dann geh ich wieder. Setzen! Na und? Ja, ich hör nix. Naja, also, dass der Beni und ich, dass wir uns gern haben, das werden sie doch wohl wissen. Aber. Na, was aber? Aber sein Vater. Ist dagegen, stimmt's? Ja. Also das verstehe ich nicht. Denn er wollte doch damals nur dich als Gemeindesekretärin. Dich und nur dich, weil du so ein Ausbund an Bravheit und Gescheitheit bist. Hat er gesagt. Ja, für die Arbeit möchte er mich schon haben. Aber für sein Beni bin ich ihm nicht gut genug. Also das verstehe ich nicht. Bei dir stimmt doch alles. Ja, bis aufs Geld. Wie kann ich denn mit einer reichen Witwe konkurrieren? Die gut gehende Elektrofirma hat. Ach so, daher pfeift der Wind. Ja,
Am ganzen Tag liegt dein Benni in die Ohren damit, dass sie die einzig Richtige ist. Okay, die ist doch viel zu alt für mein Benni. Also Hanna, du recht hast, da hast recht. Also ums Geld geht schon wieder mal. Pfui Teufel. Aber warte, du Freundl, dir werde ich ein Licht aufzünden. Das Thema meiner nächsten Predigt, der Judas vom Amt im Trachtenband. Lieber nicht, Herr Pfarrer. Ach, dann ist er doch erst recht dagegen. Entschuldigen Sie, Herr Pfarrer. Das lass nur meine Sorge sein, Hanna, gell? Aber jetzt druckst du. Jetzt habe ich wirklich einen Hunger. Mahlzeit, Hochwürden. Mahlzeit. Und Hochwürden, wenn im Dorf noch einmal einer Grantleder statt Kampfleder sagen sollte, aber nachher. Na, Herr, haust ihm eine runter, gell? Genau, Herr Pfarrer. Für Gott. Die Hanni und der Beni. Schau, schau. Hochwürden, jetzt wird's aber Zeit, dass sie zum Essen kommen. Ich hab schon draußen im Vorgartel deckt, gell? Schauen Sie, da haben sie gute Luft, gell? Die Sonne brennt nicht so hin. Und Vogelgezwitscher haben sie. Ja. Essen gehen! Ja, Zilli, ich bin schon da, ich bin schon unterwegs. Sonntägliche Ruhe? Ja, der Herr Pfarrer wird schlafen. Aber das Fräulein Zilli. Fräulein Zilli! Fräulein Zilli! Komisch. Die hört doch sonst immer alles. Da hätte ich leicht noch ein paar Nadeln verdrucken können. So. Aber mein Vater hat es so brisant gemacht. Und jetzt essen Sie in aller Ruhe, gell? Sonst schlappt's nämlich nicht an. Ja, ja, ich weiß, du versuchst mich verzweifelt zu mästen. Na, was heißt denn da mästen? Ein Hochwürden muss ein gewisses Gewicht haben. Oh, Zilli, du, ich habe auch so genug Gewicht. Meine Schafe ducken sich schon, wenn ich von der Kanzel runterdonner. Es kann gar nicht viel genug donnern. Ja, also, und nach dem Essen, da legen sie sich dann rüber in den Liegestuhl, gell? Ja, ja, aber... Nein, keine Widerrede, gell? Zur Abendandacht wecke ich sie dann rechtzeitig auf. Gell? Also, Zilli, du hast manchmal einen Ton drauf wie so ein alter Feldwebel. Lieber Gott, ich danke dir wirklich, dass wir Pfarrer nicht heiraten dürfen. Schau, schau, das Fräulein Zilli, was die Haare auf die Zehen haben kann. Also, mit der möchte ich auch nicht verheiratet sein. Oh, Jesus, Beni. Jesus, hast mich jetzt tot erschreckt. Oh, Beni, ja, bist denn du schon lang da? Nein, grad bin ich gekommen. Ich hab schon geklopft, aber sie haben mich wahrscheinlich nicht gehört. Ja, ja, weißt du, ich habe nämlich einen Spezialauftrag für dich. Was? Ja, und zahlen tue ich auch ganz gut. Aber Fräulein Zilli, für Sie arbeite ich doch nicht ums Geld. Ihnen repariere ich alles umsonst. Ehrlich? Logo. Hand drauf? Na, Logo. Und? Es bleibt unter uns? Logisch. Also gut. Hochwürden! Hochwürden! Schlaft schon, schlaft schon! Also, pass auf, komm her, komm her! Jetzt setz dich hier, ja? So, und ich erkläre dir alles. Also, ich brauche einen direkten Draht zum lieben Gott. Was brauchen's? Ja, für sowas ist doch der Herr Pfarrer zuständig. Mein Gott, du stehst vielleicht auf der Leitung. Na, na, pass auf. Ich brauche eine direkte Verbindung zur Kanzel. Was? Ja, eine Mithöranlage für die Predigt. Fräulein Zilli, das kann ich nicht machen. Nein, sowas ist strafbar. Aber, Beni, bleib doch sitzen. Magst du einen Wein? Nein. Oder magst du ein Bier, hole ich dir? Nein. Nein. Und eine gute Zigarre haben wir ganz gut gemacht. Nein, danke. Ach, schau, Beni, ich kann doch bei der Predigt nicht drüben sein, weil ich ja kochen muss, nicht? Ja, weiß denn der Herr Pfarrer, dass Sie eine Abhöranlage wollen? Um Gottes Willen, nein, das darf er nicht wissen. Der schmeißt mich hochkant aus, trotz unserer Freundschaft. Na, das darf ich nicht einmal beichten. Also, Fräulein Zilli, jetzt habe ich immer geglaubt, Sie wären eine Sündenfürchtige. Ja, wissen Sie denn nicht, was alles passieren kann, wenn Sie so eine Abhöranlage haben? Ach, Abhöranlag hin, Abhöranlag her, ich brauch's. Basta, und heute noch. So. Ja. Ja, dann
dann muss ich Ihnen halt einmal ein paar Wanzen bringen. Um Gottes Willen, Wanzen? Nein! Mir langen schon die Fliegen, die vom Stall rüberkommen. Nein, Wanzen nicht. Um Gottes Willen, mich beißt ja jetzt schon. Nein. Sind's ganz beruhigt, Fräulein Zilli. Die Wanzen, die Sie meinen, die meine ich nicht. Nicht Wanzen bleiben Wanzen. Nein, Wanzen nimmt man so kleine Abhörknöpferl, die man überall leicht verstecken kann. Die haben mit den netten Tieren, die Sie meinen, überhaupt nichts zu tun. Nicht. Ja, und mir graust jetzt schon. Also gut, keine Wanzen. Keine Wanzen, wäre sowieso ein bisschen schwer gewesen, die aufzutreiben. Ja. Wissen Sie, was ein Sendemikro ist? Nein. Das ist ein Mikrofon, das überträgt ohne Kabel. Ein solches verstecke ich Ihnen auf der Kanzel. Und den Lautsprecher dazu, den... Ja. Den bauen wir da ein. Ja. Da brauchen Sie dann nur aufs Knöpfel drücken, dann hören Sie alles, was der Herr Pfarrer auf der Kanzel spricht. Nein. Verstehen Sie mich? Nein. Das macht nichts. Hauptsache, ich weiß, was Sie wollen. Mhm. Und ich werde es Ihnen schon noch mal erklären. Und aufs Knöpfel drücken, das werden Sie doch noch können, ohne dass Ihnen dabei die Knie schlottern. Ja, mein Gott, ein bisschen schlechtes Gewissen habe ich schon. Ja, warum denn? Mhm. Eine Kirchenmusik werden Sie doch mit ruhigem Gewissen hören dürfen, oder? Eine Kirchenmusik? Ja, die Predigten von unserem Herrn Pfarrer, die sind doch Musik in Ihre Ohren, oder nicht? Oh ja, also du bist ein richtiger Hallodri. Ja. Und du meinst, dass das alles dann funktioniert? Also Fräulein Zilli, Benno weiß alles, Benno macht alles, Benno kann alles. Ja. Bloß wenn man braucht, dann ist er nie da. Okay. Und wenn der Herr Pfarrer doch einmal dahinter kommen sollte, dann liefere ich Ihnen auch noch die passende Ausrede dazu. Fräulein Zilli, Sie werden begeistert sein und mich weiterempfehlen. Oh, das schlammert uns gerade noch. Ja, du, und was kostet das alles? Das Sendemikro. Ja. Schenke ich Ihnen zum Geburtstag. Geburtstag habe ich erst in 3 Monaten und ich brauche das Zeug gleich, heute noch. Also das ist Ansichtssache. Schaut, wenn ich in der Früh gut ausgeschlafen aufwache, dann fühle ich mich jeden Tag wie neu geboren. Ja. Also habe ich fast jeden Tag Geburtstag. Ja, das stimmt, so geht's mir auch. Na also. Na, aber ich darf es gern zahlen. Wissen Sie was? Schließen Sie mich in Ihr Nachtgebet ein. Ich kann es brauchen. Und denken Sie auch ein bisschen an meine Hannerl. Die kann es auch brauchen. Hm? Ja, das wäre ganz bestimmt. Es ist doch wirklich zu spaßig. Jetzt muss ich doch glatt zu der Elektrowitwe hinüber. Das kostet mich jetzt mal mehr Nerven wie die ganze Fußball-Weltmeisterschaft. Mein Gott, hast du auch Nerven? Hä? Ja, bei der schon. Die will partout Frau Hirlinger werden. Ja, der Vater ist doch verheiratet. Der schon. Jesus, der hat doch nicht Absicht auf dich. Doch. Um Gottes Willen. Hat auch seine Vorteile. Ich kaufe immer recht billig bei ihr ein. Ja, das ist ganz gescheit, das ist gescheit. Aber du, Benni, sei vorsichtig. Logisch. Du, und wann kannst du das jetzt installieren? Ja, also, ja. Wenn der Simmel mitmacht. Der Simmel? Ja. Dein Bruder, der ist doch Ministrant. Ja, eben. Der kann doch, ohne dass jemand einen Verdacht schöpft, auf die Kanzeln auf. Und die Wanze... Nein, ich sag's nicht mehr. Und das Sendemikro verstecken. Ja. Und seinen Mund halten tut der auch. Wenn der hört, dass ich mir mit irgendjemandem einen Streich erlaube, dann ist er der Erste, der schreit, lasst's mich auch mitmachen. Was ist denn da los? Was ist denn schon wieder los? Was ist denn mit deinen Buben? Im Wirtshaus, da raufen sie. Herrschaftszeiten können die Hundbuben keinen Sonntag an Ruhe geben, wie die Wespen sonst. Zieh dir meine Lederjacken, komm. Herr Pfarrer, wenn ich Ihnen dabei behilflich sein darf. Zilli, was ist denn mit meiner Lederjacke? Ja, warum ist denn das schon wieder losgegangen? Ich komm ja schon. Komm, geh weg. Was ist denn mit meinen Buben? Ja, du kannst ruhig mitgehen. Ja. Mit deiner großen Klappen kannst du auch 3 erschlagen. Und das alles vor der Nachmittagandacht. Das wollen die Eier gescheiter sein als die Henne. Die Kinder gescheiter als die Eltern, die Schüler gescheiter als die Lehrer und die Studenten gescheiter als die Professoren. Und wenn sie Maul aufmachen, reden so ein Schmang daher, dass man Ohrenweh kriegt und gleich zum Ohrenarzt muss. Na schön! In dieser Woche ist auch die Caritas Haussammlung. Ich bitte euch, den Haussammlerinnen freundlich zu begegnen. Grüß Gott, Frau Zilli. Ist das Bene? Ja, bist denn du nicht drüben in der Kirche?
Doch, ich nehme bloß schnell rüber, weil ich hören wollte, wie die Anlage funktioniert. Prima, prima. Mit Gottes Hilfe funktioniert alles. Also dabei hat der Simmerl geholfen. Der Simmerl, ein ganz braver Bursch, der Simmerl. Ja, und ich? Bin ich kein braver Bursch? Doch, und dein Lieblingswort zu gebrauchen, Logo. Ich verschwinde wieder von der Zilli. Ja, ja. Wiederschauen. Wiederschauen, wiederschauen. Wiederholt wurde ich gefragt, ob man die Kirchenräume nicht. Von den Sachen, die gestohlen worden sind, sind Fotos vorhanden. Ich habe die Polizei mitgenommen. Schwertfegerin, du schaffst das weiterkommst, gell? Um Gottes Willen, du verpestest mir die Luft. Du Umweltverschmutzerin, du! Lieber Gott, warum hast du mir zur Erbsünde auch noch die Schwertfegerin aufgeladen? Ich möchte ja mal so einen sauber, mal frischer Tat erwischen. Der wird auch seine Blau. Die hat bestimmt eine Spionageabhöranlage da drin. Wer weiß, was die alte Sündenfürchten noch alles da versteckt hat. Ja, sei schau endlich Staat. Ist einmal. Oh. Ach. Ja, grüß Gott, Fräulein Zilli. Ja, grüß Gott. Was haben Sie denn da? Nein, ich hab gar nichts, Aha. Es weiß nichts mehr, gell? Du, jetzt schaust aber, dass du dort rauskommst. Aber schnell, gell? Ja, Freilich. Frech werden auch noch, gell? Das ist das schlechte Gewissen. Da hört sich doch alles auf. Die Fräulein Zilli hat das Hausrecht. Und wenn die sagt raus, ja, dann gilt's. Also, mach eine Fliege. So ist recht. Ausgeschafft wäre jetzt auch noch. Das ist der Dank, gell? Ja, wir wissen es alle. Du bist ein grundguter Mensch. Nur der Schale ist rau. Ja, ja, und der Kern ist grundschlecht. Da tust du ja mit dir gar nichts mehr. Ich warte jetzt auf den Fahrer. Du, das gefällt mir direkt, dass du so gar keinen Stolz und Anstand hast. Ja, jetzt geh schon endlich. Ja. Und dass du die 100 Meter im Umkreis von da so schnell nicht mehr blicken lässt. Ja. Ja. Und noch was. Ja. Wenn ich her, dass du nur ein Sterbenswetter von der Sache hast flauten lassen, dann vergieß ich mich und... Da hat ja der Meister, um Gottes Willen! Wie sind wir los? Ja, Gott sei Dank. Oh, mein Gott, die Luft tut gut, gell? Oh, so, Luft. Und jetzt unterhalten wir zwei uns in aller Ruhe. Ja, da gibt's gar nichts zum Unterhalten. Ich mein, das ist doch nichts Unrechtes, wenn ich die Predigt hören will. Nur die Predigt? Ja, nur die Predigt. Sie wissen ganz genau, dass ich in dieser Zeit immer daheim kochen muss und kann also die Predigt nicht hören. Ja, und da haben Sie noch was einfallen lassen. Ja, ich möchte nicht immer aus zweiter Hand sozusagen das alles viel später erfahren. Ja. Lesen lasst man es ja, meine Hochwürden, vorher nicht. Ja, und mein sauberer Herr Sohn hat Ihnen dabei geholfen. Ja. Mhm. Ja, Sie... Ja, das war's also. Ja. Wozu Sie so dringend einen Elektriker braucht haben? Ja, sieh, das ist ganz einfach. Schauen Sie, da braucht man nur das Knöpfel so rüberdrücken und dann hört man alles. Ja, ich hör nix. Ich auch nicht. Nein. Die Predigt ist ja schon lang aus jetzt, die Predigt. Was man heute alles erfindet? Ja. War ein schlauer Kopf? Ja, fast so schlau wie der Beni. Ja, mein Beni. Der hat's fast dick hinter die Ohren. Ja, ein guter Mensch, der Beni. So? Ja, dass ich die Predigt hab hören dürfen, verdanke ich nur Ihrem Beni. Mhm. Ja, schön hat er seine Schäflein heute wieder mal hingekriegt, unser Herr Pfarrer. Ja. Leider habe ich wegen der dummen Amsel und der Schwertfegerin nur einen Teil davon mitgekriegt. Ach ja, das alte Schandmaul, das alte. Fräulein Zilli. Ist ja wahr. Überall steckt ihr Nasen rein, ihr Neugierige, wo sie gar nichts angeht. Na, die lästert, gell? Die lästert nur, kann's nur lästern. Ja, ärgern Sie ja nicht. Ach, ist doch bekannt für ihr. Ja, sagen wir mal höflich, für einen schwarzen Humor. Ja. Das hätten Sie sehen sollen, wie mich die aus der Kirche rausgeholt hat. Na. Mit alle zwei Händen hat es gerudert, weil wenn sie ein ganz Websnest vertreiben müssen. Na. Und so komische Laute hat es ausgeschossen, so psch, psch, psch. Jesus, Jesus. Ich hab gemeint, die schnappt über. Ja, die hat ja die ganze Andacht angestört. Ja, deswegen bin ich doch raus mit dir. Und dann hat's mir was von einer Spionageanlage im Pfarrhaus erzählt. Okay. Ja, gemeint, die spinnt. Ja, ja, die kommt mir auch so gespassig vor. Ich weiß nicht. Ich irgendwie muss mich über was aushorchen. Wegen was? Das weiß ich eben nicht. Aber irgendwas hat's. Aber wissen Sie, ich lasse ja gar nicht zu Wort kommen, gell? Ja. Ich verzeih ihr ein bisschen was, red mit ihr dann und gib ihr einen Kaffee. Oh, möchten Sie auch einen Kaffee? Entschuldigen Sie. Nein, danke schön.
Aber zu einem Glasl von einem selber angesetzten Johannisbeerlikör kann der nicht nein sagen. Ja, freilich. Kriegen Sie auch, Herr Bürgermeister. Die letzte Flasche ist es. Vielleicht haben unsere Burschen gestern im Wirtshaus die Schwertfegerbuben doch nicht ganz ohne Grund verdroschen. Ja, einen Grund haben die immer, Herr Bürgermeister. Ja, ja, schon. Nur einen Schaden hat die Wirtin, weil sie über den Feiertag kommen hat. Hör auf! Keine Handwerker gekriegt. Na, na, haben die schon gekauft? He? Ja, und wir? Kein Stuhl soll mehr ganz sein. Gottes. Von dem Bierkrieg ganz zu schweigen. Ach, da kann man nur sagen, frohe Pfingsten, gell? Prost. Prosit, Herr Bürgermeister, Prosit. Ich mein, jetzt muss ich doch den Andeutungen von meinem Simmel ein bisschen nachgehen. Wieso? Wissen Sie nicht, ob der Herr Pfarrer seine gestrige Kollekte schon zählt hat? Na, na, das hat er bestimmt nicht. Er sagt immer jeden Tag die Zählerei, das rentiert sich nicht. Na, er bringt's immer dann in einem Sackerl rüber und sperrt's dann weg. Zweimal in der Woche ist Zähltag. Ja, warum? Darum. Wer wird denn so neugierig sein? Ich bin doch nicht neugierig. Ich möchte bloß alles wissen. Aha. So nennt man das jetzt. Mein Simmel hat da so komische Bemerkungen gemacht, dass nein, ich... Der Simmel ist ein ganz aufgeweckt Bürscherl, gell? Ja. Ja. Sieh, der ist hell auf der Platten. Ja, ja, wenn er auch nicht viel redet, gell, aber das, was er sagt, ja, ja, das hat Hand und Fuß. Ah, gestern muss aber nicht so schweigsam gewesen sein. Der soll nämlich an der Rauferei im Wirtshaus indirekt schuldig sein. Der Simmel? Ja, wieso denn das? Ja, das kann ich noch nicht sagen. Da müssen Sie erst mit dem Herrn Pfarrer drüber reden. Ach, immer diese Heimlichtuerei mit euch Mannsbildern. Wir sind schon schlimm, gell? Ach ja, dann behalten Sie Weisheit doch für sich. Dann sag ich Ihnen auch nicht, was ich weiß. Wieso? Was wissen Sie denn? Dass Hannerl noch gestern lang beim Herrn Pfarrer herin war. Das ist doch nichts Besonderes. Ja, das da sei nicht, aber vielleicht das warum. Und Sie wissen, was Hannerl mit Ihrem Brotherrn zu reden gehabt hat? Mhm. Was? Ja. Können Sie schweigen? Ja, wie ein Grab. Ich auch. Von wem wissen Sie denn, was Sie zwar geredet haben? Ja, mei, ich hab ein bisschen was gehört. Also korrekt. Na. Tut man das? Aber geh. Und wenn das Mädel jetzt gebeichtet hat? Nicht zum Ausdenken. Nein. Es ist Verletzung des Beichtgeheimnisses. Nein, ich hab nicht korrekt. Und Sannerl hat überhaupt nichts zum Beichten, gell? Das ist ein braves Mädel. Na, die Tür, die Küchentür, die schließt nicht so richtig. Ja, und wenn man es nicht ganz fest zudrückt, dann höre ich halt, was da herinnen geredet wird. Ob ich will oder nicht. Aha. Und Sie wollen. Immer. Na ja, schauen wir doch einmal. Na ja, Sie haben das schon reparieren lassen. Recht so. Vielleicht hätten Sie Ihnen nur einmal sagen müssen, der Lauscher an der Wand. Ich höre nicht meine eigene Schand. Aber Sie hätten hinter dieser Türe horchen wollen. Sagen Sie mal, möchte sein Bub einer Witwe verkuppen, die seine Mutter sei kennt, nur weil er Geld hat? Ja, ja, an Herrn Bürgermeister ist das Hannerl ja nicht gut genug. Mhm. Dabei ist das Hannerl ein braves und ein ordentliches und ein ehrliches Mädel. Und die beiden, die mögen sich. Und das ist mehr wert, wie alles Hab und Gut der Welt. Wer nichts da heiratet und nichts siebt, der bleibt der arme Teufel, bis er stirbt. Ja, der Bene, der, dem kann das nicht passieren, der erbt doch einmal. Ja, ich stirb noch lang nicht. Oh, sagst du das nicht? Sie kommen auch schon ins metallische Alter. Silber im Haar, Gold in die Zähne und Blei in die Füße. Ich bin doch ein vollkommener Idiot. Nein, vollkommen ist niemand. Jetzt langt's mir aber. Auch wenn Sie als Pfarrersköchin eine gewisse Respektsperson sind, brauchen wir von Ihnen noch lange nicht den Kopf werfen lassen. Oh, Sie haben Ihren Kopf auch bloß, damit der Friseur nicht arbeitslos wird. Was? So, und jetzt gehe ich in meine Küche, gell? Wenn Sie auf dem Hochwürden warten wollen, bitte, denken Sie dabei über unsere Unterhaltung nach. Logo!
mich hast. Ach, so ein bissige Wanzen. Ein Manns würde, wenn so mit mir umspringen darf, der war nicht nur am Rande von einer Walschen spazieren gegangen. Meistens stinkt er mir, dass er sogar recht hat. Im Großen und Ganzen. Naja. Wenn's Hannal bloß nicht gar so armer Schlucker war. Schönheit vergeht. Ein gut gefüllter Geldbeutel besteht. Naja, was? Kommt Zeit, kommt Rat. Und von einem so einem sauberen Bar zum Großvater gemacht werden, ist auch nicht gerade das Schlechteste. Ihr Großvater! Opa, Opa, Opa! Bist du Großvater? Ja, so viel ich weiß noch nicht. Aber was gewiss weiß man halt nicht, gell? Wer weiß schon so genau, was seine Kinder so treiben? Besonders der Beni. Aber doch nicht etwa mit einer Elektrowitwe. Na, da hätte ich so gewisse biologische Bedenken. Aber was, Hannal? Kommst endlich zur Vernunft, Pfingsten. Der Heilige Geist ist über dich gekommen. Na, der Hausdracher. Die Zilli. Ja, die traut sich vielleicht was. Ja, wem sagst du das? Ja, aber sag mal, was führt dich denn heute schon wieder zu mir? Ja, mir ist die Rauferei gestern im Wirtshaus nicht aus dem Kopf gegangen. Warum? Dein Beni ist doch nichts passiert, oder? Ja, das nicht, aber die Andeutungen vom Simmerl. Der Simmerl? Ja, was hat denn der Bub mit der Geschichte zum Dorf? Du sag bloß, der hat auch mitgemischt. Na, na, aber sag, hast du die Liste von den gestohlenen Kirchensachen noch? Ja, schon. Warum? Okay. Schauen wir uns die doch einmal miteinander an. Jetzt? Du, ich hab macht's Hunger. Es dauert doch nicht lang. Geh, tu mir den Gefallen. Also gut, damit du Ruhe gibst. Da ist sie. Suchst du halt raus, was brauchst, gell? Aha. Haben wir schon. In der Kirche abhanden gekommen. Zwei Monstranzen, Perlen besetzt. Ein silbernes Altarkreuz. Zwei Barockengel. Also doch. Der Simmerl hat doch recht. Die Schützenketten von meinem Großvater ist nicht aufgeführt. Die mit der alten Dale in Goldfassung. Kannst du nicht erinnern. Ein Weihgeschenk war's für Kirch. Mein Großvater hat damals dem Schützenbund eine neue Ketten gestiftet. Ja, aber die haben wir doch damals absichtlich nicht aufgeführt, weil wir gemeint haben, die könnte am ehesten irgendwo auftauchen. Stimmt. Ja, du sagst bloß, die ist irgendwo auftaucht. Ja, noch nicht. Aber wenn wir ein bisschen Glück haben, dann haben wir eine Spur. Ja, wo? Normalerweise tut doch der Simmerl die Kollekte in der Sackel und gibt's da. Ja. Und gestern? Gestern? Ach, schafft jetzt, wo du mich so direkt danach fragst. Gestern? Ja, gestern ist der Simmerl zu mir, nach der Messe zu mir gekommen und hat mir gesagt, dass ihm furchtbar pressiert, weil er gleich heim muss und, ja, und ob ich nicht ausnahmsweise die Kollekte selber einpacken könnte. Aha! Was, aha? Und du hast das Geld dann zusammengepackt? Ja. Und nicht zuerst nachzählt? Na, das hat sich doch wieder nicht rentiert. Dann tust du das jetzt. Du, ich hab dir schon einmal gesagt, ich habe einen Machtshunger. Gebitschen. Fräulein Zilli? Was wünscht der Herr Bürgermeister? Hochwürden hat Hunger. Vielleicht hätten sie ein Brot für ihn. Du kannst bei ganz schön aufdringlich sein, gell? Also gut, damit der arme Seele Ruhe hat. Aber ehrlich gesagt, du, ich weiß immer noch nicht, warum. Bitte? Ja, Zilli, was soll denn das? Ein Brot ohne alles. Soll es vielleicht mit Daumen und Zeigefinger belegt essen? Also, wenn Sie mir nicht selber sagen können, was Sie wollen. Ihr Sprachrohr, der Herr Bürgermeister hat gesagt Brot. Und das habe ich gebracht. Du, Zilli, wenn du auf den Bürgermeister sauer bist, brauchst du es nicht an mir auslassen und kannst mir ruhig ein Stück Wurst zum Brot bringen. Und die Flaschen bleibt da. Ich kann auch einen Schluck vertragen. Und was ist dann mit Mittagessen? Dampfnudel gibt's. Ja, die verdrucke ich schon noch. Nur keine Sorge. Herrschaft.
Die lässt halt wieder Dampf ab, die Nudel. Ja, entschuldige, eigentlich hast du damit mich gemeint. Ja, ich weiß zwar auch noch nichts Gewisses, aber schauen wir uns doch das Ganze mal an. Ja, du siehst es ja. Lauter Steine und Knöpfe. Ja, da! Das Makel ist von mir. Ja, woher weißt du denn das? Ist da dein Stempel drauf? Das ist das Einzige, also ist das meinige. War das deinige? Komm, geh weiter, leg's hin. Na ja, Zwickel, Fünferl, ja. Fußgall. Ja, Pfennig werfen schon lang keine mehr rein. Die sammeln die ledigen Madeln für die Brautsche. Aber gleibische Weiberleut haben doch sowieso schon fast überall Hosen an. Da! Ja, heiliger Antonius, du, das ist doch... Einer von den Taler aus der Schützenketten von meinem Großvater. Ja, was, das gewiss? Ja, nicht wie ein Kenner. Jedes Mal habe ich ein Walschen gekriegt, wenn ich mit der Ketten gespielt habe. Ja. Bitte schön. Dankeschön, Zilli. Du, und denkst du halt immer, man muss auch seine Feinde lieben. Und was ist dann mit meinen Dampfnudeln? Du, Zilli, weißt was? Dazu laden wir nachher den Herrn Bürgermeister ein. Kommt nicht in Frage. Ja, sag mal, waren deine Taler nicht goldkranzelt? Deswegen kenn ich's doch. Und mein Simmel behauptet, er hat gesehen, wer den Taler auf den Opferteller gekriegt hat. Ja, deswegen hat's ihm doch so brasiert mit dem Heimgehen. Der Simmel hat's mir gleich erzählt. Der jüngere Schwertfegerbuhr sagt da, der war's. Der Hans? Ja. Dummerweise hat der Simmel dem anderen Ministranten auch eine Andeutung gemacht. Ja, und der wieder hat seinen älteren Bruder erzählt. Ja, dann hat der Simmel gemeint, er könnte auf Manier Sherlock Holmes was rauskriegen aus dem Schwertfegerbuhr. Hat ihn nach der Kirche gestellt und die Antwort gekriegt, er, der Hansi, hätte das ungültige Stück Geld mit einem 2-Mark-Stück in der Hosentasche verwechselt. Weil man in unserer Kirche nicht gut sehen kann, weil es so dunkel ist. Und überhaupt hat der Hansi gemeint, könnten bei einer solchen Kollekte in unserer Kirche schon mehrere Kerzen brennen und so weiter. Und da hat ihm der Simmel noch nicht gewischt. Der Rest ist dann mit den Burschen im Wirtshaus ausgetragen worden. Ja, und warum sagst du mir das erst jetzt? Ja, weißt schon, so ein schwerer Verdacht ist eine ernste Sache. Da hast du überlegen, bevor man drüber redet. Ja. Dazu bin ich jetzt noch gar nicht fähig. Ich bin gestern in meine Kanzlei gegangen und hab noch was durchgelesen. Was? Am Feiertag gehst du in die Kanzlei und machst Überstunden? Ja, was sagt denn da der Agat dazu? Ja, mei, weißt, je länger man verheiratet ist, desto lieber macht man Überstunden. So. Ja, und hast was Interessantes gelesen? Ich mein, hast du da vielleicht eine Verbrecherkartei? Ich meine, mein Simmel bildet sich ein, er möchte mal ein Detektiv werden. Und darum hat er eine Zeit lang alle Zeitungsartikel über Kriminalfälle gesammelt und in ein Heftel reingepappt. Ich hab's ihm neulich weggenommen und in meinen Aktenschrank deponiert, dass er nicht mehr drankommt. Ja, aber warum denn? Schau, das ist doch für den Bub ein harmloses Vergnügen. Ja, und dich? Dich kostet's doch keinen Pfennig. Ja, weil sich heute der Saubur damit mehr beschäftigt wie mit seinen Hausaufgaben. 2 Fünfer hat er im letzten Zeugnis gehabt. Au, weh, Zwick. Ja, und hast du was Interessantes gelesen? Hab ich. Ja, und was? Herrschaft, jetzt lass doch nicht jedes Wort aus der Nase rausziehen. Jetzt pass mal auf. Erinnerst du dich an den großen Einbruch in der Papierfabrik in Gmund? Da, wo das Banknotenpapier gestohlen worden ist. Ja. Und an den Einbruch in der Tölzer Fabrikantenvilla, da, wo die sündteuren Bilder weggekommen sind. Ja, und weiter? Ich weiß nur ganz genau. Die 2 Schwertfeger waren als Hilfsarbeiter in der Gmundner Fabrik und sind kurz vor dem Einbruch wegen irgendwas rausgeflogen. Und in der Tölzer Villa ist der Schwertfeger Sepp ein paar Monate zuvor als Gartenhilfsarbeiter angestellt gewesen. Und ist auch wegen Unregelmäßigkeiten, so hat es wenigstens geheißen, gegangen worden. Ja, schon, aber das sind doch alles keine Beweise. Ja, richtig.
Die Schwertfeger sind zwar routinemäßig vernommen worden, aber man hat nichts bei ihnen gefunden. Na also. Jetzt sei doch nicht gar so vertrauensselig. Der gesunde Menschenverstand muss ja doch sagen, dass da was faul ist. Ja, dass die Schwertfegerbuben keine Unschuldsengel sind, das weiß ich selber. Aber Diebe, na, davon habe ich noch nichts gehört. Ja, hätten sie vielleicht zu dir zum Beichten kommen sollen, ha? Woher hätte denn der Hansel den Taler? Mein Simon hat's genau gesehen, sagt er. Damit passt er. Ich hab's heute früh gleich der Polizei gemeldet. Ist mir ja nichts anderes übrig geblieben. Schafft Zeit, jetzt packt mir aber schon langsam ein recht unchristlicher Zorn. Ja, heiliger Michael, magst du da mal dreifahren mit deinem Flammenschwert? So was in meiner Gemeinde. In unserer? Ja, wo sind wir denn da? Ha? Sind wir vielleicht in Chicago oder sind wir bei den Wilden? Aber das lang jetzt nur im Fernsehen. Diese Sauburben, diese Rotzlöffel, diese Natternbrut, himmelhalber Sakrament. Hätte ich beinahe gesagt. Geh, Anderl. Jetzt möchtest du mal eine Viertelstunde lang Korbfahrer sein. Dann darfst du sagen können, was dir jetzt auf der Zunge brennt. Das sag ich schon so auch. Okay. Was saß sie? Fräulein Zilli, Fräulein Zilli! Es muss was passiert sein! Die Leute laufen zusammen! Was ist denn? Ich geh schon, geh schon selber! Der Pfarrer am Kampfleder? Ja. Ja, ja, der ist da. Einen ganz kleinen Moment. Agat, was gibt's? Ja, ja. Er sagt, die Herren, der Pfarrer und ich kommen gleich in den Kanzler rüber. Ja, ja. Bis gleich. Ja, was ist denn los? Die Herren von der Kriminalpolizei sind da. Du sollst bei mir rüberkommen. Herrschaftszeiten, endlich wird er mal aufgeräumt in meiner Gemeinde. Aber das ohne sag ich euch, die Burschen, die lupfen glatt aus ihren Hemden raus. Herr Pfarrer, darf ich Ihnen behilflich sein? Du und die da, ihr kommt zur Nachtruhe. Die fürchte mich nicht. Ich fürchte mich auch nicht. Herr Pfarrer! Herr Pfarrer! Die schwierig Wandel aus, nicht zum Losbringen. Ja, was ist denn? Was willst denn? Ich wollte beichten, möchte. Beichten? Du? Na, du. Das dauert mir zu lang. Und überhaupt, ich hab gar keine Zeit, gell? Verschwind! Geht ja auf mich los. Geh weiter, geh mal. Ja. Oh, schafft, ich hab so einen Hunger. Aber Hochwürden! Um Gottes Willen, Hochwürden! Also, na, das verflixte Telefon, gell? Immer versteht man nur die Hälfte, wenn einer telefoniert. Und am Ende weiß man gar nichts. Aber Fräulein Zilli, gerade Sie schimpfen über die Technik. Nicht über jede, nicht über jede. Also, was ist jetzt mit euch zwei, du? Ich muss jetzt in die Küche, was ist denn? Ja, also, wir warten derweil daherin auf den Herrn Pfarrer, wenn's recht ist. Ja, fangst schon an, deine Rechnung bei mir einzukassieren, ha? Was für eine Rechnung? Oh, der Beni, der versteht mich schon. Die Tür bleibt offen! Von was für einer Rechnung hatten die Zilli da gekriegt? Ach, nur so. Ich habe dem Fräulein Zilli auf ihren ausdrücklichen Wunsch dazu verholfen, dass sie auch im Pfarrhaus das Wort Gottes hören kann. Spinnst du? Doch nicht da herin. Doch, gerade da herin. Also gut, wenn du mir mit solchen Argumenten kommst. Mahlzeit. Halbzeit, Halbzeit, Fräulein Zilli. Was ist denn, was ist denn? Im Pfarrhaus wird nicht bussiert, gell? Doch. Sagt der Beni. Ah, sagt der Beni. Und was sagt er noch, der Beni? Dass unser erstes Mädel Zilli heißt. Aha. Na, ja. Na, das kann ich doch nicht annehmen. Na. Jesus, Marin Josef, ist bei euch vielleicht schon so weit, ha? Na, also Fräulein Zilli. Ja. Na, weil sie so ein Schutzengel für uns sind. Ja, ein bisschen ein flügellahmer Schutzengel. Aber jetzt setzt euch her zu mir. Wir trinken, was man hochwürden kann. Das können wir auch, gell? Und dein Vater, also da, den Prost. Okay. So, Prost, gell? Prost, Fräulein Zilli. So. Auf ihr Wohl. Ja, auf euch zwei. Du, mein Hochwürden hat doch gestern mit dir geredet, gell? Du, und beim Abendessen, da hätte er mich dann noch ausfragen wollen. Meint er. Aber ich hab ihn dann schon geimpft. Oh, eine geballte Ladung habe ich ihm hingelassen. Das war ein Pfarrbrief à la Zilli. Du, den gibt dein Vater nicht zur Veröffentlichung frei. Also Sie, wenn wir nicht hätten, Fräulein Zilli. Ja, und ich euch beide nicht. Aber du, ich möchte jetzt wissen,
was der Hochwürden gemeint hat mit dem Aufräumen in der Gemeinde. Ja, da geht's wahrscheinlich um die Schwertfegerbuben. Mhm. Ach so. Die habe ich übrigens gerade gesehen. Die sind in die Kirche rein. Kirch? Mhm. Ja, aber die Messe ist doch schon lang aus. Was? Ja. Fräulein Zilli, darf ich einmal? Ja, freilich, freilich. Du kennst dich aus. Ich habe dir doch gleich gesagt. Aber um mit diesen Säusen auszubringen, du machst was. Lass uns doch vorerst alles hinter mal zahlen. Bei uns haben sie gesagt, gell? Aber in der Kirche sind wir nicht. Ja. Weil die sonst nicht denkt, dass wir so schlafen und das Zeug in der Kirche aufbewahren. Ja, schon. Aber es wäre schon gescheiter gewesen, wir hätten gleich alles verkauft. Ja, aber weißt du, das geht doch nicht so schnell. Naja, da hast du schon recht. Du, es ist noch alles da. Gottes Willen. Aber ich muss da was sagen. Ja, warte. Ich habe aus der Raketenerwarthalle rausgebracht. Und einen habe ich schon auf der Auerdut verkauft. Sag mal, spinnst du? Ja, wo hast du die anderen hin? Da vorne in der Hosentasche. Du, ich sofort zu den anderen Sachen. So, und jetzt nix mehr weg. Aber ist er doch. Hannal, bleib du bei dem Fräulein Zilli. Ich alarmier meinen Vater. Mein Gott, nein. Du, die haben die Sache gestohlen. Nein, 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 ich hab keinen Kopf mehr. Und haben sie im Seitenaltar versteckt. Oh, Hannal, Hannal, mir wird schlecht. Mir wird schlecht. Oh, Hannal. Fräulein Zilli, seien's doch nicht so grob. Das tut doch weh. Also sei doch nicht so wehleidig. Schau, wenn man austeilt, dann muss man einstecken. Und beim Austeilen, da bist du immer vorn dran, oder? Zwei gegen einen ist feig. Und außerdem habe ich nur meine Bürgerspflicht erfüllt. Ja. Dieses Mal. Ja, die machst doch auch, schau. Ich übe mich als Samariterin. Da sind sie aber genau wie meine Mutter. Ganz eine blutige Anfängerin. Na ja, wenn's die besser kennen hätte, dann wärst du nicht zu mir kommen. Ich lass dich anschauen. Komm her. Ja, gut. Über Nacht, da legst du dann noch ein rohes Rindfleisch drüber, gell? Dann kriegst du wieder für den nächsten Tag einen ganz klaren Blick. Ja? Danke. Aber ein bisschen eine geistige Aufmunterung könnte ich jetzt vertragen. Haben Sie keinen Schnaps für mich? Doch. Ja. Einen ganz guten Likör. Das macht nichts. Schnaps ist Schnaps. Ja, herein. Grüß Gott, Beinand. Hannal. Oh. Hast du ein bisschen freigenommen, weil mein Vater mit dem Herrn Pfarrer nach München gefahren ist? Nein, dein Vater hat in der Kanzlei angerufen und hat gesagt, ich soll zusperren. Ich soll Urlaub machen. So, warum denn? Ich weiß nicht. Komm, setz dich her. Was hat das zu bedeuten? Komm, ich weiß nicht. Setz dich her jetzt, da trinkt dein Schnapsel. So. Danke. Und jetzt möchte ich wissen, was nur alles so war gestern. Ja. Hat seiner der Herr Pfarrer nicht erzählt? Ja, mein Gott, na freilich. Er hat ein bisschen so rumgedruckt, ja. Er hat gesagt, er schämt sich, dass er so Galgenvögel in der Gemeinde hat und die Schwertfegerbuben sind verhaftet worden. Unser armer Herr Pfarrer. Ja, und ohne Frühstück ist er weg. Mit deinem Vater. Auf und davon. Ja, nach München zur Kripo. Aha. Ja, jetzt passen Sie auf, Fräulein Zilli. Ja? Wie wir gestern gehört haben, dass die zwei Schwertfegerbuben aus der Kirche raus sind, ja? Da bin ich hinter einer hergerannt. Ich hab's gerade noch erwischt, wie sie mit dem Auto abhauen wollten. Oh, nein! Ach so, Auto, sagst du? Zu der Rostlaube? Auf alle Fälle hat's vier Reifen und kann immer noch schneller laufen wie ich. Ja. Die Scheunentor bei Ihnen daheim, das ist sperrangelweit aufgestanden. Und ich bin gerade dazugekommen, wie sie mit dem Auto abhauen wollten. Nein! Ich spring hinter das Auto, ja, zieh mein Messer, ja, und stich Ihnen in den Hintern. Reifen. Ach so. Dann sind sie auf mich los wie zwei Freistilringer. Allein hätte ich das nie geschafft. Zum Glück ist gleich die Polizei gekommen. Ja, die hab ich gleich verständigt. Ja? Das Fräulein Zilli ist ja ohnmächtig geworden. Ja, ja. Also ich weiß nur, dass mir schlecht geworden ist, gell? Und wie ich dann zu mir gekommen bin, da bin ich am Boden gelegen. Ja, aber du, mir hat gar nichts wehgetan. Ich hab keinen Pinkel, gell? Nix. Und sonst ist auch noch alles ganz, ja. Na, ich hab ihn ja gleich aufgefangen und am Boden hingelegt. Was, du mich? Ja. Mein Gott. Es ist mir ja nichts anderes übrig geblieben. Ach so. Ja, also das Gewissen hat mich schon gedruckt. Aber ich habe mir gedacht, ich laufe gleich zum Bürgermeister und erzähle ihm alles. Ja? Dann bin ich zum Rathaus gelaufen. Da sind die zwei Herren von der Kripo, der Herr Bürgermeister und der Herr Pfarrer gestanden. Da bin ich hier und habe geschrien, die Schwertfeger waren es, die Schwertfeger waren es. Ja. Der Bini ist hinterher nachher. Ja. So schnell habe ich gar nicht schauen können, wie die im Auto drin waren und davon. Nein. Ach, wie ich zum Schwertfeger auskomme, ach, da war schon alles vorbei.
Meine alte Schwertfegerin, die hat vielleicht gezedert, wie sie ihre Burm mit Handschellen in ein Auto verfrachtet haben. Ja, meine Burm, hat's geschrien. Meine Burm! Ihr könnt doch einer armen Mutter ihre Burm nicht wegnehmen. Ich geh zur Polizei! Unser Gendarm hat gelacht und hat gesagt: Was willst du denn, Schwertfegerin? Wir sind doch schon da. Gute Arbeit habt ihr geleistet, gute Arbeit. Danke. Gratuliere euch. Aber am meisten ärgere ich mich, dass meine Direktverbindung zur Kanzel aufgekommen ist. Aber keine Spur. Ja, haben denn die nicht gefragt, wieso ihr das alles wisst? Doch. Aber wir haben gesagt, das Hannerl und ich wollten uns in aller Stille und ganz allein unter den Augen vom lieben Herrgott verloben. Ach so, na. Und weil es da so dunkel war, hat uns niemand gesehen. Aber wir haben alles gehört. Nein, ihr könnt's vielleicht lügen. Warum? Eine Notlüge ist in einer solchen Ausnahmesituation schon erlaubt. Also, ja. Noch dazu, wo es für einen guten Zweck war. Oh. Ja, bin ja schon da. Ja, Pfarramt. Ach, Hochwürden. Ja, nein, ich bin nicht allein, nein. Der Beni ist da und das Hannerl. Ja. Was soll ich machen? Ja, natürlich, ich mache einen ganz einen starken, guten Kaffee. So einen Kuchen habe ich, einen guten Gesundheitskuchen, ja. Und jetzt hat er aufgelegt. Also, da hört sich alles auf. Na. Also, in einer Viertelstunde hat er gesagt, kommen Sie. Na, also. Was na also? Ja, in einer Viertelstunde ist dein Vater und der Hochwürden bei uns. Was? Dann verdrücken wir uns. Komm, nichts da. Was? Ihr bleibt da. Du helfst mir die stecken, gell? Aber schnell. So. Und posiert mit nicht mehr, gell? Die Tür bleibt offen. Jetzt werden wir verhört von der Obrigkeit. Okay. Mit der Zille im Rücken kann uns nicht viel passieren. Tischdecken! Bini? Ja? Tischdecken? Was soll ich damit? Ja, Tischdecken. Das ist doch nicht der Ernst. So was macht er bei uns daheim meine Mutter. Ja. Und die Herren der Schöpfung liegen faul in einen Fiss unter den Tisch. Tischdecken ist Weibersach. Ich arbeite schwer den ganzen Tag. Der liebe Herrgott hat alle Menschen zwei Arme zum Arbeiten gegeben. Ja, und zwei Füße, um der Schinderei aus dem Weg zu gehen. Ja. Also, ich bin für Gleichberechtigung. Und drum darf sie mir bei der Arbeit helfen. Schöne Aussichten. Okay, tröste dich. Die Kinder, die kriege ich schon allein. Allein? Typisch Weiber. Wenn die Zwiesprache gefährlich wird, dann entfleuchen sie. So. Ja, schön. Wenn du dabei bist, kannst du gleich weitermachen, gell? Komm. Ja, was ist denn? Stell dir doch nicht so. Deck den Tisch jetzt. Deck den Tisch, ja. Ja. Komm und denk immer dran. Arbeit ist ein Vergnügen. Gell? Ja. Ich bin nicht nur zum Vergnügen auf der Welt. Mein liebes Hannerl, wenn wir erst einmal verheiratet sind, dann werde ich dann im Umgang mit dem Fräulein Zilli ein bisschen einschränken müssen. Ich bin ja direkt froh, wenn mein Hannerl mich allein in unterm Pantoffel kriegt. So. Der Herr Pfarrer, das Fräulein Zilli, mein Hannerl, ich und mein Vater. Na, wie habe ich das gemacht? Ha? Ja, ganz nett. Mhm. Aber es fehlt halt noch ein bisschen was. Was denn noch? Tja. Ja. Und wo bleibt jetzt meine Belohnung, hä? Na. Was ist denn? Also, Fräulein Zilli, Sie sind ein wunderbarer Mensch mit einer sonderbaren Begabung. Sie kommen immer im falschen Augenblick. Na, im richtigen, Freundl, im richtigen. Ja, die kommen schon, dein Vater, der Herr Pfarrer. Schnell einen Kaffee. Da gehst jetzt rein und gibst der Ruhe. Da hockt die hin auf den Stuhl. Ja, wo kommt's denn hierher? Ja, der ist ja. Schau mich bitte nicht so an! Oh Mensch, wenn die so sieht und hört, deine ganze Reputation ist futsch gemacht. Ach, mein Rep,
gekleppt hat. So. Jawohl. Und jetzt? Jetzt trinkt man, gell? Mm-mm. Mund auf! Ja. Ja, Herr Pfarrer, wie ist denn das passiert? Schlucken. Wenn ich mit der Zinni telefoniert hab, hat er sich einen geistigen Beistand gesucht. Ja. Na. Und sowas nennt sich Gemeindeoberhaupt. Nicht schimpf, Fräulein Zilli. Wir haben uns doch bis jetzt immer so gut vertragen und ja. Unterhalten. Ja, sehr richtig. Solange Sie mir nicht geantwortet haben, gell? Ja. Ja, wenigstens hat er sich auf der Heimfahrt damit abgefunden, dass die Hannerl seine Schwiegertochter wird. Nein! Ja, ist es wahr. Mhm. Das gibt's doch nicht. Ja, ich sage, dann ist er doch ein Politiker, gell? Die sagen meistens dann erst ja, wenn's gar nicht mehr anders geht. Das ist nicht wahr. Weil ich Hannerl gern mag, wollte ich es vor dem Ehestand mit meinem Sohn bewahren. Also Vater? Ja, Hannerl, glaub mir, trau niemals einem Mann. Ja, er muss ja wissen, er ist ja auch einer, gell? Eigentlich habe ich ja nie was gegen eine Verbindung gehabt. Da hört sich doch alles auf. Ja, die meisten jungen Leute heiraten doch nur aus Mangel an Erfahrung. Und dann lassen sie sich wieder scheiden. Aus Mangel an Geduld. Und später heiraten sie vielleicht sogar wieder. Aus Mangel an Erinnerungsvermögen. Das ist doch alles Schnee von gestern. Na, ich wollte euch heute auf die Probe stellen. Ja. Und dann hast du mit der Beendigung der Probezeit und deinem Segen so lang gewartet, bis das Hannerl eine reiche Braut ist. Was reich? Ja. Ich? Ja, die Polizei und das Ordinariat, die haben doch eine Belohnung ausgesetzt für die Ergreifung der Täter von insgesamt 20.000 Mark. Stimmt. 20.000 Mark? Ja, und wie mich die Polizei gefragt hat, wer das Geld kriegen soll, da habe ich gesagt, das Fräulein Wandinger. Und einem Pfarrer wird man doch schließlich glauben. Aber na, Hochwürden, das Geld hätten wir brauchen können, ja? Ja, schauen Sie, für die Renovierung, für unseren Seitenaltar. Lass gut sein, Zilli. Schau, wenn ich was von dem Geld beansprucht hätte. Ja, dann hätt's mir das Ordinariat wieder von der Stiftungssumme abzogen. Also, gewonnen hätten wir so und so nichts. Ja, aber ein bisschen doch nicht. Nein, ich lass mir da schon was einfallen. Ja. Und ich komm zeitlebens zu Ihnen und repariere Ihnen alles Elektrische. Ja. Schau, Zilli, so ein Jungs, verliebst Paarl, ehrlich und brav in meiner Gemeinde. Das ist mir doch 100-mal lieber wie so ein renovierter Seitenaltar. Gell? Da bist du ganz meiner Meinung. Ja, eigentlich müsstet ja der Beni auch was von dem Geld kriegen. Ja, im Beni sein Einverständnis habe ich selbstverständlich vorausgesetzt. Freilich, bleibt doch alles in der Familie. Na, also wenn Sie auch ein Geistlicher sind, jetzt muss ich Ihnen ein Puzzle geben. Hochwürden. Was denn, Zilli, was denn? Auch eine spontane Zuneigung tut einem alten Pfarrer wie mir recht gut. Aber Hochwürden! Ja, Zilli, bin ich mit meinen 45 Jahren noch zu jung dazu. Aber geh, Hochwürden, sowas hätte ich mir nie getraut, so. Schau, Zilli, auch ein Geistlicher darf einmal, wenn auch die unübliche Zuneigung, eines seiner Pfarrkinder spüren. Hab ich recht? Alter Schaf. Was bin ich? Ja, ich meine, die alte, langjährige, treusorgende Schafferin im Pfarrhaus. Ja, um eine Ausrede sind Sie nie verlegen. Nein, aber der Simmel, der muss auch was kriegen. Ja, der ist doch dran schuld, dass die schwertfähigen Buben verhaftet worden sind. Der Simmel? Also, warum? Um Gottes Willen jetzt. Ja, stimmt. Wenn der Simmel nicht aufpasst hätte und den Taler nicht in der Kollekte entdeckt hätte. Ja, natürlich. Freilich kriegt das Simmel auch was ab. Ach, Schmarrn. Denn sein Anteil bleibt bis zu seiner Volljährigkeit als erste Hypothek auf meinem Geschäft. Zufrieden? Gelobt sei Jesus Christus. Oh, raus, aber schnell gehen! Ach, die ehrenwerte Frau Schwertfeger. Ja, grüße Gott. Bitte schön. Nehmen Sie doch Platz. Gleich habe ich Zeit für Sie. Jetzt verschluckt's mir die Leute. Billy. Das ist jetzt gern was Polizei, gell? Na, Schwertfegerin, wo fehlt's denn? Was
haben wir denn auf dem Herzen? Muss ich euch schon mal genau anschauen, gell? Eine feine Gesellschaft seid ihr. Meine armen Buben so ins Unglück bringen. Und mir? Pack die bei der eigenen Nase. Jetzt hast du anständig gezogen, deine nix nutzigen Früchtlern. Sei doch du, Stadt. Jeder hat nicht das Glück, dass er in einem geldigen Haus auf die Welt kommt. Okay. Das heißt nicht umsonst. Geld regiert die Welt. Das Bürgermeister werden schon in die Wirren eingelegt worden. Ja, okay. Wenn du Geld hast, dann kannst du alles haben. Ehre, Ansehen. Es kommen uns für dein Leben verantwortlich zu machen. Nein, Herr Pfarrer. Wissen Sie, ich hab beim Hansl in seinem Nachtkasten, da habe ich einen Taler gefunden. Und da wollte ich Sie fragen, ob der vielleicht aus der Kirche ist. Ja. Schau es her, das ist er. Lass sehen. Ja, hundertprozentig. Der ist aus der Schützenkette. Ja, da steht mir also jetzt die Belohnung zu. Ja, wer lang lacht, hat mehr vom Witz. Lieber Herr, du kannst nicht für 5 Minuten das zweite Gebot außer Kraft setzen, damit ich mir Luft verschaffen kann. Ich muss von einem Arschgeier ausbrüht sein, gell? Jetzt ist sie übergeschnappt. Ja. Wie der Herrgott die Frechheit verteilt hat, ja, da musst du dreimal ja geschrien haben. Sei doch du stark, gell? Ich hab was von dem Zeug aus der Kirche gefunden und hab's ehrlich abgeliefert. Also steht mir die Belohnung auch zu. Du sag einmal, bist du bloß so saudumm oder wirklich so ratzfrech? Du, das eine merkst du. In meiner Stube da herin, da kannst du einen Handstand machen, aber niemals einen Aufstand. Das ist der Danke für meine Ehrlichkeit. Ach, Ehrlichkeit, Ehrlichkeit. Du, dir traue ich nicht einmal die Hand zu geben, um hinterher meine Finger zu zählen. So, da wären wir. Ja, wo sind sie denn? Hast du es nicht gleich mitgebracht? Doch, sie sind draußen. Was? Sie wollten sowas nicht in einem Pfarrhaus machen. Mein mitgebracht? Na ja, die Polizei. Die ist uns direkt vorausgefahren zum Schwertfegerhaus. Um Gottes Willen. Jesus, mir wäre schlecht, gell? Mir wär... Jesus, was ist denn? Ja, warum habt ihr es denn nicht gleich mitgebracht, die Polizei? Schau, wir hätten doch noch genügend Kaffee. Die hätten auch noch einen ja, Kaffee. Ja, wir gerät. Wollten nicht gemeinsam ankommen. So? Damit diese diebische Elster nicht durch Zufall Wind kriegt. Und schnell davonfliegen kann. Ja, du bist nämlich die Hauptschuldige, gell? Du hast deine 2 Buben zum Stehlen angelangt und du hast denen auch angeschafft, dass sie meine Kirche ausräumen. Ja, und bist dabei schmierig gestanden. Gell? Und du hast denen auch gesagt, dass sie erst einmal alles unter dem Hohlraum im Hochaltar verstecken. Und den hast du auskundschaftet, wie du zu Weihnachten beim Kircherputzen geholfen hast. Du scheinheiliges Lüder. Ja, sie hat mir eh schon gewundert damals, deine Hilfsbereitschaft. Also wer traut sich sowas zu behaupten? Ja, deine 2 Buben haben auspackt. Die wollen die Suppe nicht allein auslöffeln, die du ihnen einbrockt hast, du meine Obergaunerin. Die schlage ich einzeln, wenn ich es jetzt erwische. Ja, da wirst du gar keine Gelegenheit dazu haben. Du gehst nämlich viel länger im Bau. So sagt man doch heutzutage. Viel länger als deine 2 missratenen Rotzaffen. Na, was ist, Schwertfegerin? Packen wir's? Gehen wir? Na. Ich habe diesen Herrn da draußen versprochen, dass ich dich unversehrt bei Ihnen abliefere. Komm. Nein, ich gehe nicht mit, ich hab nichts gesagt. Ja, was ist denn jetzt? Gehst du weiter? Du sollst mich nicht so nehmen, gell? Das ist so menschenunwürdig, was du da machst. So, meinst du? Muss ich das Fenster zudrucken, dass du Grund zum Jammern hast? Ja, da lachst du. Schere, Bande, ihr Schere! Dass ihr es genau wisst. Ihr kennt's mir alle miteinander. Hochwürden, wir können sie. Ja, Zilli, könnt's, hat sie gesagt. Es muss aber nicht sein.